Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Bienenfreundinnen und Freunde. Ich bin Markus Kunze und Imker seit knapp 4 Jahren. Hab im letzten Jahr den Imkerkurs 2019 begleitet. Und jetzt in Corona-Zeiten kann ich leider keine weitere Begleitung anbieten, da wir ja Abstandsgebot haben. Daher die Idee, einfach mal eine Erklärvideoreihe zu drehen. Und unser heutiges Thema ist Ablegerbehandlung mit Milchsäure. Ein bisschen Theorie der Milchsäurebehandlung vorweg, dann gibt es dann ein Stück weit chemisches Wissen und dann machen wir auch noch praktische Arbeit am Stand. Warum Milchsäure? Also ich habe mich für die Milchsäurebehandlung von Ablegern entschieden, weil Milchsäure eigentlich in dem Kreislauf unserer Bienen schon drin sind. Bienen nutzen Milchsäurebakterien, um eben Pollen direkt in Bienenbrot zu verwandeln, zu vergären, um dann daraus die Larven füttern zu können. Und deshalb ist auf jeden Fall die ganze Geschichte die, dass dann eben die Milchsäure drin ist im Stock seit Anbeginn. Die Milchsäurebehandlung soll auf jeden Fall den Titter, den Varroentitter herunterdrücken. Und der Varroentitter, den drücken wir auch mit der Brutpause, die wir jetzt erzwingen durch die Ablegerbildung, auch herunter. Somit, dass wir einen doppelten Sinn haben. Wir haben eine Verbesserung der Varroendruckerniedrigung durch eben die Brutpause, aber auch die Milchsäurebehandlung. Die Milchsäurebehandlung, die muss mit 15%iger Milchsäure erfolgen. Und wie ihr euch die 15%ige aus 80%iger Milchsäure dementsprechend auf jeden Fall mischt, um etwas günstiger aus dieser ganzen Geschichte zu kommen, das sehen wir gleich am Tisch. Als Sprüher für die Sprühbehandlung eignen sich eigentlich solche Drucksprayer. Diese Drucksprayer sind ein bisschen mehr, ein bisschen teuer. Ja, also da wären auch 2 Liter dann drin, die man dann reinpumpen kann. Deswegen zeige ich heute eine Methode, wie man mit haushaltsüblichen Blumenbesprühungsdingern die Dinger auf jeden Fall macht. Dazu mischen wir uns dann aus 80%iger Milchsäure unsere 15%, die wir brauchen, um dann praktisch die Völker zu behandeln. Ganz getreu dem Chemikerwissen und das, was ihr von euren Lehrerinnen und Lehrern gehört habt. Erst das Wasser, dann die Säure, sonst geschieht das Ungeheure. Daher habe ich jetzt hier ein bisschen Wasser abgefüllt. Das Beste ist immer noch dementsprechend, dass man abwiegt. Daher haben wir jetzt ein Wiegegefäß und im Hintergrund sieht man dann schon die abgewogene Milchsäure, die wir dann praktisch in unser Wasser dann geben würden. Wenn man jetzt hier im Internet guckt, kann man Verdünnungsrechner dementsprechend herausfinden. Und diese Verdünnungsrechner helfen euch bei der Berechnung der richtigen prozentualen Zusammensetzung, die ihr braucht, um eure Völker zu behandeln. Wenn man nachrecherchiert, dann kommt man auf 24,04 Milliliter an Wasser, die wir benötigen, und 79,96 Milliliter an Milchsäure. Die Milchsäure wiege ich genauso ab. Ich habe ausgerechnet, dass wir dann dementsprechend 96,75 Gramm an Milchsäure benötigen. Die habe ich jetzt schon eingewogen. Daher wiegen wir jetzt mal das Wasser ein. Sind ein bisschen 430, 433 Milliliter, das macht mir aber nichts, weil ich habe ein bisschen mehr auch eingewogen. Ungefähr 15 Milliliter benötigen wir. Dazu kommt die Milchsäure und schon habt ihr euer Behandlungsmittelchen wunderbar für 500 Milliliter gemischt. So, jetzt geht's gleich weiter am Stock. Wir treffen uns also am Stock. Ja, so, herzlich willkommen am Stand. Wir sind jetzt hier bei meinen 2 Ablegern. Ich habe einen 3-Waben-Ableger gezogen und einen 4-Waben-Ableger, soviel ich noch weiß.
wir schauen mal rein, wie es ausschaut. Und nochmal ein paar Informationen vorab. Es ist ungefähr 18 Uhr jetzt. Die meisten Bienen sollten daheim sein. Man sollte ja diese ganze Geschichte auf jeden Fall dann machen, wenn Bienen, alle Bienen im Stock sind. Wir wollen nämlich alle Bienen benetzen, um dann praktisch die so viele Varroen wie möglich auf jeden Fall zu bekommen oder runter zu bekommen. Und deswegen müssen wir ein bisschen warten. Es ist immer noch Flugwetter, nach wie vor ist aber so. Jetzt kann natürlich sein, ist ein bisschen komische Stimmung heute, dass die Mädels ein bisschen anders drauf sind. Das werde ich aber gleich noch sehen. Ich habe mir mal einen Schutz bereitgelegt, wenn das nötig sein wird, aber ihr könnt mich ja übers Mikro reinhören. Ansonsten werden wir jetzt gleich einen Blick in unseren Ableger reinwerfen, den wir dann praktisch behandeln. Und ich sage dann das eine oder andere noch dazu. Und dann schauen wir mal, wie es ausschaut. Wir machen einen Flug in diesen vier Wabenableger, den ich euch eigentlich schon gezeigt habe. Und sehen jetzt hier schon einen guten Besatz an Bienen. Ja, ich hatte schon im Vorfeld ausgepackt und wenn ich jetzt das nochmal auspacke, ich will sie nicht zu arg stören, denn sonst werden sie ein bisschen böse. Dann sehen wir hier eigentlich auch keinerlei, wenn ich näher dran fahre, Brut, sondern eher einen Honigeintrag. Und das ist eigentlich auf jeder Wabe so der Fall, so dass wir jetzt auf jeden Fall hier definitiv eine sehr gute Möglichkeit haben. Das ist ein bisschen schwarz, der muss auch im Herbst schon raus, diese Wabe. Also diese Wabenstärke, diese Wabe wird einfach dann rausgenommen. Dass wir jetzt auf jeden Fall den Ableger dann auf jeden Fall mit Milchsäure behandeln können und das folgt jetzt. So, die Mädels sind soweit friedlich, das heißt, ich versuche es mal ohne Schutz. Sie machen schon ein bisschen Stress und schwänzeln, so wie man es dann auch auf jeden Fall auf dem Foto gesehen hat. Aber das ist nicht so ein großes Problem, denn wir haben bei Schwänzeln Beam eigentlich auch dann den Punkt drin, dass eine Königin schon geschlüpft ist. Wie gesagt, ich habe es euch gezeigt, in den Waben an sich ist keine Brut vorhanden und das ist genau der ideale Zustand. Die Königin, die jetzt geschlüpft ist, ist noch nie aktiv und man geht davon aus, mit 6 Milliliter auf jeden Fall pro vollbesetzte Wabenseite macht man eigentlich die Behandlung. Wichtig dabei ist natürlich auch, die Bienen innen drin im Kasten zu erwischen, denn diese Bienen, die brauchen wir natürlich auch in der Behandlung. Jetzt werden so einige nicht so freundlich, das heißt wahrscheinlich setze ich mir jetzt ja auch doch mal einen Schutz an. Aber wie gesagt, ihr seht mal dann dementsprechend ja auch dann die Sache an. So, ansonsten gehen wir jetzt mal ran. Wir ziehen die Waben einzeln, gucken, ob da Bienen drauf sind. Wenn keine Bienen drauf sind, dann ist es okay. Ansonsten besprühen wir die Bienen mit eben dieser 15%igen vorher gemachten Lösung. Mit einem feinen Strahl, das ist also, sollte ganz, 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 ganz feiner Strahl sein. Das ist ein sehr schöner Strahl und der Wind kommt natürlich von vorne. Verzeiht mir, dass ich keine Schutzmasken und so weiter sofort praktisch mache oder anziehe. Das solltet ihr aber. Also Schutzbrille, ich habe jetzt die Handschuhe an. Aber wenn man weiß, wo der Wind herkommt, die Bienen einfach ganz locker und flockig dementsprechend benetzen und so jede einzelne Wabe dementsprechend ziehen, Bienen benetzen, auch die oberen Bienen, dann diese Bienen, geht davon aus, 6 Milliliter pro volle Bienenwabe, in der Beute sitzen auch, die werden auch besprüht, das mögen die nicht so arg, aber wie gesagt, Milchsäure ist Milchsäure, da ist nicht so ein großes Problem. 6 mm pro Seite, dann auf diese Seite, da wo dann noch am meisten Bienensatz drin ist und das war's. Nun werden die Bienen wieder reingegeben, bevor sie wieder giftig und grandig werden und wir machen die ganze den Deckel zu. Da habe ich noch ein paar Bienen nicht erwischt. So, jetzt sind alle erwischt, alle mit Milchsäure behandelt.
Die Milchsäurebehandlung wirkt optimal zwischen 5 und 15 Grad. Wir haben es jetzt so bis zwischen 20 und 25 Grad. Ist halt so, wir können es nicht anders machen. Daher lassen wir es mal so bei sich und schauen mal, wie es ausschaut. Aber ich denke schon, dass die Behandlung dann auf jeden Fall anschlagen wird und dann auch im milden Fall gezeigt wird von diesem Stock. Nächster Stock, gucken wir mal rein, wie die drauf sind. Die sind nicht so aufgeregt wie die anderen, ist auch klar, die sind ja noch nicht besprüht worden. Ich besprühe mal die, wo auf der Schutzhülle sind. Leg die beiseite. Nehme dann wieder jede einzelne Wabe raus. Besprühe die mit einem feinen Sprühnebel. So, dieser Ableger wurde nun auch behandelt und jetzt sind wir eigentlich fertig mit unserer Behandlung. Ich habe noch drüben einen Ableger, der braucht aber noch seine Zeit, um dann ein bisschen, bis die Königin geschlupft ist. Ansonsten viel Spaß beim Nachausprobieren und viel Erfolg bei eurer weiteren Imkerei-Karriere. Bye, bis demnächst beim gleichen Kanal.